Willkommen zurück zu einer neuen, merkwürdigen Folge God of War Ragnarok. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ja, Gewinnspiel läuft, einfach nur bewerten und kommentieren. Ich war aus irgendeinem Grund ultra verwirrt. Ich war super mega verwirrt. Ich hatte die Verwirrung meines Lebens und die Leute sind durchgedreht in der letzten Folge und haben gesagt, ich pack's nicht mehr, Kies. Bin aus dem Fenster gesprungen. Mein Leben hat komplett an Sinn verloren. Warum gähnst du? Ich habe nicht gesehen, dass hier was zum Drehen ist. Nehme ich an, da ich nicht mehr schlafe. Obwohl viel verblüffender ist, dass ich der Müde bin. Ich habe dich tagelang wach bleiben sehen, ohne dass dir die Augen zufallen. Du döst nicht mal. Götter dösen nicht. Götter dösen nicht. Disziplin, ich bin Spartaner. Ich weiß nicht, was Schlaf ist. Ich habe noch nie geschlafen. Nahrung, ich weiß nicht, was das ist. Wasser, Götter brauchen kein Wasser. So, hier irgendwie, keine Ahnung warum. Gestern habe ich den Film Die Maske mir angeguckt. Mit Jim Carrey. Ein Film, den ich als Kind total super fand und der immer noch heute super ist. Jim Carrey ist eh genial. Und ich habe das gar nicht gewusst, ne? Aber die Maske ist die Maske von Loki. Denn da gibt es eine Szene, da ist er bei so einem Experten für alterstümliche Masken und nordische Mythologie und alles. Da sagt er, aha, interessante Holzmaske, nordische Mythologie. Könnte die Maske von Loki sein. Und wenn man mal das Ding sich so genau anguckt, ne, dann erkennt man, holy moly, das ist ja wirklich fast die Maske. Klar, die sieht ein bisschen anders aus, aber die Ähnlichkeit ist trotzdem sehr hoch und auch der Fakt, dass er sagt, das ist die Maske von Loki. Alter, was ist hier unten für ein Gebetsklub? Ein Griff kommt auf dich zu. Ja, ich seh's, Weib. Und auch, dass er halt sagt, ja, das ist die Maske von Loki und so, das ist schon echt krass. Das hatte ich nicht so im Kopf, ne? Dass Jim Carreys die Maske von Loki sein könnte. Die Holzmaske vom alten Loki Schmoki. Das wird schon mal nix. Moin, Ladies! Oh nein, das sind ja... Deine Pfeile bringen sie zur Strecke. Stimmt, der muss ja erst mit Pfeilen drauf. Ganz vergessen. Hinter dir, Kratos! Boah, die giftet mich von hinten an. Ey, Vorsicht! Bam, du alte, widerliche Hexe! Geschieht ihm recht! Warum nimmt ihr denn nicht Jagd jetzt? Super. So, hier. Warum, die ist Level 7 geworden? Moment, hat die sich gerade gelevelt? War die nicht Level 6 und war die nicht grün eben noch vom Lebensbalk? Und was ist denn jetzt das hier für ein Ding? Alter, hier unten in der Höhle ist ja richtig Action. Was Neues? Wurde aktualisiert. Richtig Party hier unten in der alten Glibberhöhle. So, schieb mal da die Faust rein. Was haben wir hier? Nichts. Warte mal, war da hinten noch irgendwas? Also ja, meine Empfehlung an euch. Schaut euch die Maske an. Ah, hier ist noch was. Ah, guck mal, Abkürzung. Ist ein cooler Film. Ich glaube 1994 oder sowas kam der raus. Ist schon ein bisschen älter, aber ist zeitlos. Ist zeitlos. Und hey, das CGI. Nannte man es damals überhaupt schon CGI?
Die Animationseffekte sind auch nicht schlechter als bei aktuellen Marvel-Disney-Produktionen. Ich bin immer noch ein Fan von handgemachten Effekten. Deswegen sage ich auch immer, ey, Michael Bay, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ambulance war eines der optisch besten Filme der letzten 5 Jahre, weil es einfach zu 90% alles handgemacht war. Da war ganz, ganz wenig am Ende nochmal drüber. CGI. Ist das von Quasir? Nie davon gehört. Zeig mal her hier den Wisch. Eine tödliche Geschichte voll bluttriefendem Elend, heraufbeschworen von mir, Quasir. Töten, krepieren, verwunden, lamentieren, bluten und sterben, aufschlitzen, verlieren, erleiden, abwehren, nachsinnen, verheeren, Feuer und Tod, morden, verzehren, der Mond blutrot wie ein Verhängnis. Der Bürger brüllt sein Wahn heraus, diese Stadt ein Gefängnis. Bahne dir einen Weg hinaus. Das ist ja nicht mal Kratos Kunst. Quasir. Alte Dichter. Ja, ich finde heutzutage die Filme... Also... Es catcht mich einfach nicht mehr so. Auch das Storytelling. Es catcht mich alles nicht mehr so. Ich bin nicht auch einfach alt, wer weiß. Aber die alten Filme catchen mich immer noch, wenn ich ja mal wieder so einen älteren Film angucke. Ich finde halt die Hochphase des Kinos, wo Filme am allerbesten waren, das war so Ende 90 bis Anfang 2000. Also da war so vom optischen her für mich die Hochphase erreicht. Nicht vom geschichtlichen, gab es natürlich auch schon davor großartige Filme. Und es gibt halt nur noch wenige Regisseure, die wirklich auch noch ein Handwerk haben. Das meiste ist halt wirklich im Bluescreen, Greenscreen Raum gedreht. Ja, es ist im Endeffekt nicht mal wirklich ein Set. Nur mit Klötzchen und selbst die Kostüme sind nicht mal echt. Zum Beispiel bei dem heißgeliebten Marvel Endgame. Wenn die dann ihre weiß-roten Endgame-Anzüge anhaben. Die hatten die gar nicht wirklich an, zum Beispiel. Ja? Das ist so skurril, dass man nicht mal mehr ein Kostüm macht. Deswegen sah auch Iron Man 1 so gut aus, weil es da noch ein echtes Kostüm war. Da war es noch real. What? Vibe? Du sollst auf den drauf schießen, Nick. What is going on? Na warte, ich muss das hier treffen. Das Ding hier. Er hat doch so einen bunten Punkt. Oder nicht? Oder bilde ich mir das ein? Voll auf den Sack, das Ding. Obwohl, der ist eine Feuervariante. Vielleicht wieder mit Eis. Autsch. Ja, ich brenne so ein bisschen vor mich hin. Das geht vorbei, du hast es erkannt. Hinter dir, Kratos! Oh, ich sehe nichts. Kamera des Todes. Ich sehe nichts. Ich habe nichts gesehen. Ich war übelst eingeengt. Scheit. Das war richtig ungünstig. Ich kam da aber auch nicht raus eben. Putz. Putz. Mach einen Dot. Okay, ich sag's einfach. Dieser Ort macht mir wirklich ein äußerst mulmiges Gefühl. Hier haben wir den Betrüger befreit. Tyr. Oh. Odin setzte unsere edelsten Instinkte gegen uns ein. Das macht er immer so. Wir werden die Last unserer Fehler tragen. Nicht mit Schuld, sondern mit zielsicheren Schritten. Kommt. Es gibt viel zu tun.
Ich glaube, God of War Ragnarok ist das moralischste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Ich habe mir ein bisschen Making-of zum ersten God of War angesehen. Und Barlog, der Creator von God of War, der Chefentwickler, der hatte halt auch erzählt, dass er selber Vater geworden ist und deswegen diesen Bruch gemacht hat, weil Vater werden war für ihn halt die größte Erfahrung im Leben. Und deswegen basiert das irgendwie so auch ein bisschen auf seiner emotionalen Ebene. So, wo bin ich denn jetzt? Das ist doch der einzige Weg da rein, oder? Karte. Komme ich denn jetzt zum Beispiel hier hin? Totales Labyrinth, das Ding. Wie komme ich da hin? Wir nähern uns schon mal irgendwie. Na doch, hier müsste es eigentlich langsam rausgehen, stimmt. Wir müssen eigentlich jetzt langsam zum Ende der Mine kommen, weil das war ja auch so ein Rätsel, wo wir mit Atreus gelöst haben. Ist doch hier langsam mal. Ich sehe schon Licht. Oder auch nicht. I don't know. Hier ist auf jeden Fall schon mal nicht die Schmiede. Heilung nehme ich mal mit. Warte, hier. Gott, ich hasse diesen Ort. Ich hasse ihn, wirklich. Es ist so unnötig kompliziert. Warte mal, das war die obere Ebene. Schwupps, dann war das hier unten auch nur so ein optionales Ding. Hier bin ich auch irgendwie aber rausgekommen, da muss ich doch über die Klötze da durch. Ich weiß es nicht mehr. Weil wir sind ja dann mit Tyr einen ganz anderen Weg gegangen. Wir hatten ja dann eine ganz andere Richtung. Hier sind wir irgendwie zu ihm hingekommen. Gott, gib doch einfach da oben Schnellreisepunkt hin. Was soll denn das? Nee, das ist nur der Klotz. Ich werde jetzt mal schauen. Ich werde jetzt mal schauen, wo ich hin muss. Sonst ist ja auch doof, wenn ich jetzt hier nur am Rumrätseln bin. Okay, ich habe Fortschritte gemacht. Ich mag die Location immer noch nicht sonderlich gerne, weil du hier echt super viel rumsuchen musst und es Millionen Wege gibt, gefühlt. Aber hier ist sogar noch eine Truhe. Mach mal das hier kaputt. So, hier ist noch eins. Hier ist ein Riss, den machen wir gleich. Erstmal hier die Truhe. Und sehe ich hier noch irgendwo eine? Wo ist die letzte Figur? Ha, zwei Stück habe ich gefunden. Aber noch keine dritte. Moment, schwupps. Vielleicht irgendwo hier drüben. Vielleicht sieht man sie auch nur von hier. Ja, sie muss ja in der Area sein. Also in einem anderen Raum ist sie garantiert nicht. Ah, warte mal. Nee, das ist der Riss, der hier durchschimmert. Das ist keine kleine Norne. Ist das da was? Vielleicht. Das war sogar wirklich was. Krass. Hinterm Wasser versteckt. Und wir bekommen zerbrochene Rune. Ja, weil wir auf Maximum sind. Da gibt's nichts mehr. Wir haben alles. Ah. Wow, 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 wow. Du kleiner Racker, du. Warst du der Letzte? Das müsste der Letzte sein. Yes. Und das war der Letzte. Fantastische Arbeit, schätze ich. Ist mir völlig egal. Du bedeutest mir nichts. Überhaupt nichts. Das ist toll, mein Freund. Du bist nicht mein Freund. Tschüss, ich hab dich lieb. Du bist nicht mein Freund, ich hasse dich. Ich hab dich lieb, tschüss. So, damit hätten wir alle von diesen kleinen Ausbüchsern. Aber ich weiß immer noch nicht, wie es nach oben geht. Hier ist Licht, aber wie geht's hoch? Wie geht's raus? Gute Arbeit. Gute Arbeit. Beeindruckend. Dankeschön.
Ich habe hier wieder... Wo bin ich denn eigentlich? Gib mir mal die Karte. Ich bin jetzt hier. Und ich will ja hier hin. Es muss ja irgendeinen Weg nach dahin geben. Bruder, das kleine Mistvieh explodiert. Ja, dann steh da nicht rum. Idiot. So, wie komme ich hier raus? Wir sind halt reingekommen. Mach ihn doch dort. Okay, dann geht's ja eigentlich nur noch hier weiter. Das meine ich, es ist so mühselig, hier sich durchzuarbeiten. Überall presst man sich durch. Hallo, Echse. Leider kann ich dich jetzt gerade nicht töten. Freiheit? Immer noch keine Freiheit. So, hier geht's weiter nach oben. What is this? Ah. Das Runenbart ist da drüben erschienen. Siehst du? Sina. Sina. Alright, sexy. Bams, einfach aufgerissen, das alte Ding. Oh mein Gott, bin ich endlich draußen? Yes! Oh, wir haben es geschafft, Freunde. Der Grabstein eines zornigen Berserkers. Bin ich dafür bereit? Bin ich bereit zu verlieren? Na gut, let's go. Der Rolfer, die lästige Rolfer, die lesbische? Ich mach dich fertig! Boah, den habe ich aber gut gegeben. Ich mach dich fertig! Bam! Sei lieber schnell! Alt habe ich dir gegeben. Wow, 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 wow! Ich mach dich fertig! Wow! Alter, ich krieg gerade so auf die Nase. Okay. Okay. Alter, hat die mir eben gerade eingeschenkt. Die hat mich richtig abgebiefröstet. Gut gemacht, mein Schatz. Hinter dir, Vorsicht! Dein Ende ist nah. Wer ist denn jetzt hier fast am Sterben? Die Alte, oder? Wo ist deine Wut hin? Nein, das ist die Gesunde. No! No! Vorsicht, links! Oh Gott, ich werde verlieren. Ich mach dich fertig! Der hier muss weg. Linke Seite! Ja! Oh, der visiert immer nur sie an. Jetzt! Ich krieg's hier nicht raus. Was für ein Chaos. Okay, ich muss erst den einen besiegen und dann die andere. Ich konnte mich eben gerade von ihr irgendwie nicht lösen. Ich habe an ihr geklebt, sie an mir. Schieb mal rein, das Heftchen. Wettbar der Wilde. Der Räufer, die Lästige. Der König wird zum Umführen. Ja, auch nicht so stolz, mein Herr. Gib ihn. Hinter dir, Bruder! Ich mach dich fertig! Komm schon! Gib ihm! Wow, 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 wow. Boah, Alter, die sind beide schon tot! Ah, so gut wie zumindest. Ist da
Ja. Ja. Bam. Diese Berserker zu jagen. Loot schon meiner Ultra-Kombo. Unsere Suche nach den Valkyren vor zwei Wintern. Ich sehe den Zusammenhang, ja. Es gibt einen Unterschied. Bei den Valkyren fehlte dir Bosheit. Ich weiß das zu schätzen, aber du kennst nicht die ganze Geschichte. Ich weiß, wie sich Unrecht anfühlt. Wie sich Rache anfühlt. Ich möchte dir die Enttäuschung ersparen. Ich, So, das waren dann 11 von 12. Jetzt muss ich noch da unten irgendwie hin. Wie komme ich da unten hin? Das ist halt wieder die Big Question. Warte, hier, ey, ich sag ja, das ist immer alles so. Ich muss aber hier hoch. So, jetzt kann ich hier rüber schwingen. Dann sind wir nämlich mit der Nummer auch, denke ich mal, durch. Ah. So, dann haben wir hier noch einen Riss. Dann haben wir hier alle Berserker vernichtet. Alle Risse. Ich wette, der letzte ist in Vanaheim. An dem komischen Ort, wo ich gesagt habe, wie zum Geier geht's hier weiter. Please. Guck mal, dann haben wir sogar noch eine Schnellreise. Dankeschön. Jetzt holen wir uns da oben noch die letzten... Habe ich da einen Schmied? Oder ist das irgendwie nur ein Echo? Echo. Ist das ein Echo? Don't F with me, my friend. Don't F with me. Wo denn? Oder oben? Bam. Will einfach nicht sterben, der Dude, ne? Hey, ihr da oben! Weniger schreien, mehr sterben! Oh, da kommen ja noch mehr. Was ist denn hier für eine Assi-Gegend? Ey! Freya! Schöne Enthauptung! Alter, die Kombos, sie ballern, ne? Der letzte. Saftig. Noch ein Lager geräumt. Ja, und einen Schritt näher, um den Welten eine Chance auf Heilung zu geben. Ach, immer diese Welten, dass sie unbedingt heilen wollen. So, dankeschön. Glänzende Legierung. Alright. Damit sind wir durch. Glaube ich hier in dem Gebiet, oder? Irgendwo ist noch eine legendäre Truhe. Okay. Aber so an sich... Ah, da oben ist noch ein Riss. War's das. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und... Tschüss.